Vielleicht hast du die Überschrift von diesem Clip gelesen, Fasten auf Empfang stellen, und hast dir gedacht, oh nein, das ist gar nicht mein Thema. Mit Fasten habe ich es nicht so. Aber ich denke, für den einen oder anderen ist es heute wirklich so ein Auftrag von Gott, so ein Rufen Gottes, in Fasten hineinzugehen. Vielleicht ist es doch gerade dein Thema. Ich meine Fasten nicht damit, dass man 40 Tage fasten muss, um ein bestimmtes Ergebnis von Gott zu erzwingen. Das ist nicht Fasten. Ich verstehe Fasten eher so wie ein Beispiel aus dem täglichen Leben vielleicht, wo wir im Auto unterwegs sind und man stellt den Verkehrsfunk ein, um zu hören, ist auf meinem Weg irgendwie da eine Störung oder muss ich mit irgendetwas rechnen oder wo befinde ich mich jetzt gerade? Und du merkst, in diesen Verkehrsfunk schalten sich andere Sender ein. Du hörst andere Geräusche, andere Stimmen, Informationen überschneiden sich und man kann nicht mehr klar den Verkehrsfunk hören. Das ist das, was ich meine, dass wir, wenn wir in eine Zeit des Fastens gehen, dass wir unseren inneren Sender, unser Hören, besser justiert auf Gottes Reden einstellen. Dass wir uns einfach in unserem inneren Menschen aufmachen, uns zubereiten, uns wirklich fokussieren, uns einstellen auf einen ganz klaren Empfang mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist, zu hören, was er uns sagt in unsere derzeitige Situation. Fasten ist nicht nur dann gemeint, wenn wir im Druck sind, sondern einfach in unseren ganz normalen Alltag eingebautes Hören auf Gottes Stimme, dass wir einfach fein justiert hören können. Unser innerer Mensch kann eher hinschauen auf Jesus. Es ist leichter, in diesen Dialog mit dem Herrn zu kommen. Wir hören seine Stimme. Wir nahen uns Gott. Wir haben eine besondere Haltung des Gebetes, des Redens mit Gott. Eine besondere Haltung in der Beziehung zu Jesus. Wir lesen im Wort Gottes, da steht, ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle seine Taten. Das ist etwas, was auch mit Fasten zu tun hat, mit der Zeit, mich auf Gott zu fokussieren. Mir innerlich alles auch in Erinnerung zu rufen, was er für mich getan hat, was er für mich ist, was er für mich tun will, was seine Zusagen für mein Leben sind, was seine Verheißungen sind. Im Gebet die Verheißungen Gottes in mein Leben hineinzubeten, in dieser Zeit des feinen Einstellens, des klaren Empfangs mit Gott. Vielleicht ist es heute wirklich dein Auftrag, ganz neu darüber nachzudenken, wo kann ich eine Zeit des Fastens und Betens und Hörens auf Gott einbauen, in meinem Alltag? Wo möchte der Herr mich da ganz neu rufen? Wo möchte er mich beauftragen, ganz dicht an ihn dran zu rücken und ganz neu mich auf ihn einzustellen? Ich weiß, Gott hat in dem Bereich auch mehr für dich.